herzlich willkommen im SCC-Pokal. Erst einmal noch kurz ein paar Schritte auf dem Eis, die letzten Anweisungen der Trainerin entgegennehmen und dann wird es ernst. Schöne Schrittkombinationen, gelungene Sprünge und Pirouetten in verschiedenen Varianten. Umsetzen, was in den unzähligen Trainingsstunden auf und neben dem Eis geübt wurde. Und genau das macht Leni Jahnke beim SCC-Pokal zum allerletzten Mal und belohnt sich mit dem ersten Platz. Es ist für mich ein unfassbares Gefühl, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Und die letzten Wettbewerbe, ich musste wirklich sehr, sehr kämpfen. Denn in der kommenden Saison wird Leni dem Eiskunstlaufen den Rücken kehren und sich dem Eisschnelllauf widmen. Aber bevor es soweit ist, gelingt der Eiskunstläuferin ohne Druck auf den Schultern der doppelte Lutz erstklassig. Was für ein toller Abschluss! Ich dachte mir einfach nochmal alles geben, was ich kann und es genießen, weil es ist mein letzter Wettkampf. Eine kleine Geschichte der Faszination von Ästhetik und Athletik zeigt auch Elisabeth Odegu, die bereits den SCC bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften vertrat. Trotz einer schwierigen Saison, geprägt von vielen Verletzungen und einer Corona-Erkrankung, kämpft sie sich stark zurück und überzeugt vor allem mit ihrem Ausdruck. Ich bin sehr zufrieden, weil ich seit fast einer Woche nicht so richtig trainiert habe, sondern nur so einen Lehrgang, weil ich war halt ein bisschen erkältet. Glitzer und Eiskunstlauf gehören einfach zusammen. So auch bei Katharina Fedorova-Coelho. Zu einem pfiffigen Medley aus Cirque du Soleil zieht sie die Zuschauer mit voller Lebensfreude und einer grandiosen Ausführung der Doppelsprünge in ihren Bann. Dass die 10-Jährige eine besondere Gabe auf dem Eis hat, zeigen auch die Teilnahmen an Wettkämpfen in Dresden und Essen. Die Saison war eigentlich so ziemlich der Hammer, weil in dieser Saison lag ich fast nur auf dem Treppchen. Spektakuläre Sprünge, glitzernde Kostüme und starke Soli. Der SCC-Pokal ist für alle Eiskunstläufer aus dem Freizeit- und Spitzensport eine großartige Gelegenheit, den Leistungsstand zu überprüfen. Das war der SCC-Pokal. Bis zum nächsten Jahr.